So, Pixel Junk, jetzt endlich hoffentlich Finalfolge. Der Gegner bringt uns ja wirklich zur Weißglut hier anscheinend. Und wir müssen ja immer noch gucken, dass wir hier... Wo ist denn hier der? Ah, da ist das Auge. So. Und, ja, der bringt uns irgendwie... Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, in der letzten Folge. Ich habe so... Das hat so Ausmaße genommen. Ich brauchte echt eine Beruhigungstablette. Weil er mich so fertig gemacht hat, der Gegner. Aber das sollte jetzt kein Problem mehr darstellen, würde ich sagen. So. So. Ach, jetzt kommt er da raus. Guck an. Sag ja, jetzt mache ich dich alle. Habe ich ja gesagt. Ich hab's versprochen. Ich mach's. Ich mach's. Ich hab's versprochen. Ich mach dich alle, wie ich noch nie eine alle gemacht hat. So alle mache ich dich jetzt. Ich muss sowas von aufpassen. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es und ich werde sterben. Ich sehe es kommen, ich werde sterben. Ja, ich habe das Schutzschild aufgenommen und bin gestorben. Also, ich weiß nicht, wie lange das noch gehen soll hier mit den Folgen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja. Ich habe keinen blassen Schimmer. Irgendwie der Gegner, der bringt mich nicht zur Weißglut, also... Sowas Penetrantes habe ich ja noch nie erlebt. Und sowas Schwieriges auch. Aber dafür ist dann das Erfolgsgefühl, glaube ich, größer. Wenn man ihn besiegt. Ja, du brauchst nicht so böse gucken. Kleiner Pimpf. Ja, komm her. Ja, toll. Schutzschild schon verloren, aber naja, gut. Kriegen ja gleich sowieso ein neues. So. Wir machen nicht alle. Ja, wir machen nicht alle. So. Jetzt hast du keinen Fuß mehr. Jetzt hast du keinen Fuß mehr. Bist du scheiße? Bist du scheiße? Wenn du scheiße bist, bist du scheiße. So, wo ist jetzt? Da ist er. Und wenn du scheiße bist, bist du scheiße. So. Verzieh dich. Mach's gut. Gute Reise. Ah, so, Leute. Ja, das heißt für uns eine... weitere Session jetzt hier und wir für uns heißt es jetzt, wir müssen aufpassen, dass wir das jetzt überstehen, auch mit der Lava und alles.
Lass mal ihn erstmal schießen, so wie gerade. Das war eine gute Idee eigentlich. Das war erstmal eine riesengroße Idee. Dann lassen wir ihn nochmal schießen. Uah. Ich bräuchte nochmal ein Schutzschild. Das wäre super. Wir müssen echt aufpassen, dass die Tropfen da von der Decke da mir nicht... Oh, nein. Nein. Mann, nein. Jetzt gerade wird er ein bisschen nervig. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Auch jetzt hier mit der Lava. Ist das, denke ich, kein großartiges Problem. Wenn wir wissen, wie wir es zu handhaben haben. Wenn wir das machen müssen. So, jetzt kriege ich da voll einen drauf. Oh, nein! Schmeiße ich auch noch daneben. Das gibt's doch nicht. Komm her. Schmeiße ich daneben. Das glaube ich jetzt nicht. Nein. Oh, Sony Entertainment Network. Das wird zurzeit nicht. Ich hoffe nicht, dass das irgendwas an der Aufnahme was macht, denn das wäre jetzt natürlich nicht schön. Ich hoffe, die Aufnahme wird läuft trotzdem weiter. Das wäre nämlich sonst epischer Fail. Uah. Jetzt gerade, wo wir so gut bei dem Typen dran sind. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Ich bräuchte ein Schutzschild. Das wäre super. Was kommt jetzt? Wow, wow, wow. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ah, der hat eine Ecke, wo immer offen ist. Abkühlen ist immer gut. Okay, und jetzt? Wow, 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 wow. Andersrum, okay. Boah, hallo. Wow, das ist gar nicht so einfach. Das sieht so einfach aus. Aber wir haben's. Wir haben's. Yes! Ja, wir haben's. Wir haben's geschafft. Pixel Junk. Jawohl, wir haben den Endgegner besiegt. Wir haben den Endgegner besiegt und, tja. Wir haben Pixel Junk durch. Das war's. Das war Let's Play Pixel Junk Shooter Ultimate. Und jetzt seht ihr noch die ganzen Credits. Ja. Als allererstes Mal muss ich sagen, ein sehr grandioses Spiel. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Double 11 Credits im Übrigen, läuft gerade. Ja, es war nervenaufreibend, es war spannend. Es hat Spaß gemacht, die ganzen Rätsel zu lösen, die Diamanten zu suchen. Die ganzen Elemente wie Feuer, Wasser, Magnetkraft und wie es alles war. Es war ein ganz tolles Spiel, also... Holt es euch, es lohnt sich. Für Plus-Mitglieder immer noch kostenlos zur Zeit. Ich glaube, wenn das Video ausgestrahlt wird, glaube ich, dann haben wir... Ja, nee. Erzähle ich auch. Was erzähle ich denn da? Ich erzähle totalen Quatsch. Wenn dieses Video ausgestrahlt wird, die letzte Folge, dann haben wir schon Juli. Und dann sind schon wieder andere Spiele in PlayStation Plus kostenlos. Und zwar wird das, glaube ich, Strider, glaube ich, sein. Und was war das andere? Da war irgendein anderes Plus-Spiel noch.
Ah ja, Tower Fall Ascension. Ich weiß noch nicht, ob ich von Strider vielleicht ein Let's Play mache. Ich muss mir das angucken, wie das ist. Aber das hat mir richtig gut gefallen. Hier dieses, mein Gott, Pixel Junk Shooter Ultimate. Jetzt glaube ich schon. Verlassen mich schon die Worte. Ja, erstmal einen herzlichen Dank auch an euch, dass ihr mir zugesehen habt, vor allem so lange. Und dass ihr eifrig dabei gewesen seid bei dem Let's Play. Ja, und hier, hier sind die ganzen Sounds und die Songs, die jetzt gerade hier kommen. Also hier gibt es halt die Copyrights. Moreless und Nanobytes und World Ghetto. So, demnächst steht ja das große Let's Play an. Und das ist im August, das ist ja auch nicht mehr so lang hin. Wenn das Video ausgestrahlt wird, haben wir, glaube ich, Mitte Juli. Ja, müsste hinkommen. Und die Straßen zur Morgenröte wird sich für die öffnen, die in allen Chats meinen. Okay. Und wir haben einen anderen Bildschirm, ihr seht's. Ja. Was bleibt mir mehr zu sagen, als wie freut euch auf Metro Redux, also Metro 2033. Und dann mal schauen, ob ich Metro Last Light danach noch Let's Playe. Also erstmal Metro 2033. Das Ganze am 30. August kommt wahrscheinlich die erste und die zweite Folge. Wie dann der weitere Verlauf ist, weiß ich noch nicht. Ich denke mal auch wieder jeden Tag um 18 Uhr eine weitere Folge. Und wenn ich das jetzt sehe, dann kriege ich schon wieder das Kotzen, denn das war auch eins der gruseligsten Level überhaupt. Schöner Soundtrack im Übrigen. Ja, mir bleibt nicht weiter zu sagen, als wie herzlichen Dank und vielen Dank fürs Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir demnächst wieder bei den neuesten Let's Plays reinschaut. Also, euer Reflex sagt Tschüss, macht's gut, ciao.